Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute Tag 1 der Sweat Challenge 2020. Ich stelle euch jetzt als allererstes mal meinen neuen Trainingspartner vor. Hallo. Das ist der Alexander Bogtev, B-Boy Bogtev in the house. Ja, wir trainieren jetzt seit ein paar Wochen zusammen und ist auf jeden Fall was ganz anderes mit Trainingspartner zu trainieren. Ich bin sehr happy, viel mehr Motivation. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, weil ich habe eine andere Kamera als sonst. Ist ein bisschen windig gerade. Und ja, das erste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen zu Fuß nach Bergisch Gladbach. Ihr kennt das ja schon vielleicht vom letzten Sommer, wo ich eigentlich fast jeden Tag zu Fuß nach Bergisch Gladbach gegangen bin. Letzten Sommer haben wir ja die 14 Tage Sixpack Fastlane gemacht. Ja, und dieses Jahr machen wir das Ganze ein bisschen komplexer, und zwar 30 Tage lang. Wie das Ganze vonstatten geht, erkläre ich euch in diesem Video, plus das erste Training, plus so die Basics für eine Diät überhaupt, ja. Das heißt, wie nehme ich am besten ab, wie stehe ich das Ganze an, mache ich das mit Training, Ernährung, Cardio, Training, whatever, und welche Methoden ich gewählt habe. Und ja, wir gucken mal, was der Tag bringt. Viel Spaß! Jo, wir sind jetzt ungefähr Hälfte des Weges und wenn du neu auf diesem Kanal bist, mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und zum Beispiel auch so eine Challenge. Lass mir gerne ein Abo da, ich würde mich freuen. Schreib mir in die Kommentare, wenn du neu bist, damit ich dich herzlich willkommen heißen kann bei uns in der Community. Und ja, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Walk vor uns. Wir müssen uns kurz entkleiden, ist nämlich viel zu warm und außerdem wird man ein bisschen braun, wenn wir jetzt bei dem Wetter spazieren gehen. Und denkt immer dran, ne? Bist du braun, kriegst du Frauen, ne? Ich brauche keine Frauen. Er braucht keine Frauen, aber trotzdem Leute, merkt euch, bist du braun, kriegst du Frauen. Ja, wir haben jetzt hier, scheiße, wir sind eigentlich noch gar nicht so krass weit, merke ich gerade. Ich habe gesagt, das dauert noch länger als eine halbe Stunde. Das dauert nicht länger als eine halbe Stunde. Das dauert nur länger, wenn der Alex weiter so einen Omi-Schritt hier drauf hat. Was? Ja, der kann nicht so schnell gehen, weil der hat die Schuhe frisch geputzt und die sind weiß. Naja. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt den BGA Kriminal angekommen. Nicht mehr weit bis zum Gym. Ich bin auch echt froh, weil der Rucksack hier. Da ist irgendwie alles drin halt vom Tag und es zieht mich übelst runter, mein Rücken tut schon weh. Du musst noch in die Reihendecke da drin. Oh no, Alter. LSP, wenn ihr zuschaut, schickt mir mal bitte ein paar Shaker für den Alex. Er braucht ein paar Shaker, er hat nie Shaker mit dabei. Die gehen recht schnell kaputt, ne? Ja, Shaker sind halt so Gebrauchsgegenstände, ne? Und ja, dazu, wenn du einmal Whey drin lässt, ist es fertig. Ja, wenn du einmal Whey drin lässt, kannst du wegschmeißen. Alex auch noch Geld holen, Leute. Da steht er. Jetzt sind wir hier in die Rheinberg-Galerie für den scheiß Shaker. Ja, auf jeden Fall, das erste, was ich euch schon mal sagen kann, was ich mache für die Diät, ist Intervallfasten, weil es einfach für mich viel, viel einfacher ist, nur zweimal am Tag zu essen, einmal so gegen 17 Uhr gleich und dann nochmal abends gegen 20, 21 Uhr und damit fahre ich einfach viel, viel besser, als wenn ich mir den ganzen Tag Gedanken machen muss, wie und was soll ich jetzt essen? Außerdem habe ich halt immer gerne, dass ich abends mit vollem Magen schlafen gehen kann. Und das geht halt am allerbesten, wenn ich halt abends noch viele Kalorien offen habe. Hast du es geschafft? Ich bin gerade eben einfach nur, wo es das Schille so ein Dude anfängt zu reden. Ich denke, wer ist der? Alex muss sich noch dran gewöhnen, wenn ich vlogge. Er kennt das noch nicht so. Naja, wir sehen uns jetzt gleich beim Training, Leute.
nicht nach der Kamera. Ja, Pech. Ja, erstes Training absolviert. Jetzt haben wir nach 17 Uhr. Ich darf jetzt gleich essen. Training Nummer 1 geschafft. Alexander, wie war's? Scheiße. Gut. Sehr gut. Ganz motivierter reinkommen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall das Essen. Erste Mahlzeit, 17 Uhr. Let's go, der Hase, würde ich sagen. Hm? Ich bring den Hasen. Oh, ich hab immer noch Muskelkater im Oberschenkel. Shit. Was geht ab, Leute? Ich hab's geschafft. Zurück zu Hause. Übertrieben langer Tag. Übertrieben lang. Wow, Alter. Der Walk zurück, ich sag's euch, der war echt heavy. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist, aber es war wirklich hart. Also ich bin echt froh, dass ich jetzt zu Hause bin. Und ja, jetzt quatschen wir zum Schluss nochmal so über die Basics zum Thema Abnehmen. Wie ich das Ganze so mache. Und dann sind wir durch für heute. Übrigens, ich habe immer also den Drang, irgendwas Süßes zu essen, wenn ich herzhaft gegessen habe. Deswegen habe ich mir Fanta Mango ohne Zucker besorgt. Feier ich ziemlich. Schmeckt nice, auch so im Sommer. Kann man mal machen. Also, eben sind wir nach Asiatisch essen gegangen. Da habe ich blöderweise kurz vergessen zu filmen. Aber ja, ich habe Asiatisch Nasi Goreng gegessen. Gesagt, extra wenig Fett, dann geht das meistens klar. Und jetzt gibt es gleich noch ein Skier, ein bisschen für Proteine. Und zum Schluss des Tages gibt es dann zum Abschluss Vollkornnudeln mit so passierten Tomaten, Thunfisch und so weiter. Und einfach mega easy, low fat, high carb, high protein. Aber wie stelle ich das Ganze jetzt an mit dem Diäten? Also als Regel Nummer 1 für mich, Intervallfasten. Ich esse das erste Mal um 17 Uhr. Heißt 16:8, ihr kennt das ganze Spiel. Ich habe auch ein extra Video auf diesem Kanal zum Thema Intervallfasten. Falls ihr das genauso machen möchtet, zieht es durch, Intervallfasten. Ich finde es mega angenehm für eine Diät, weil man einfach abends noch richtig gut essen kann. Und ich muss abends essen. Also mir ist das, wenn ich abends nicht essen kann, dann ist bei mir vorbei. Dann zusätzlich 10.000 Schritte am Tag. Ich habe meine Fitbit noch nicht aufgeladen gehabt heute Morgen. Aber morgen wird die aufgeladen sein und dann werde ich das einmal tracken. Aber ich habe mit der Strecke hin und zurück plus Gym plus den Workshop morgens habe ich easy peasy die 10.000 Schritte voll. Also da muss ich mir gar keine Sorgen machen. Dann natürlich Kaloriendefizit habe ich wahrscheinlich durch mehr Bewegung sowieso. Das Training bleibt gleich, der Trainingsplan bleibt genauso wie im vorherigen Video erklärt. Und das ziehen wir jetzt einfach mal durch. Dann beobachte ich ein bisschen mein Gewicht und ihr beobachtet das mit mir zusammen. Und ich bin jetzt bei 86 Kilogramm. Wir gucken mal, wie sich das verändert. Aber viel wichtiger ist für mich einfach die Optik. Ihr habt das erste Form-Update gesehen, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich fand es jetzt schon gar nicht so schlecht. Aber da geht noch was. Ich will wirklich, dass meine Haut richtig dünn ist am Bauch. Und man auch natürlich das Sixpack sieht, aber es soll richtig definiert sein. Ja, dann Leute, verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Seid mit dabei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch mit am Start ist bei der Shred Challenge. Wenn ihr Fragen habt zur Diät, haut es rein in die Kommentare. Wir ziehen das zusammen durch. Ich freue mich auf den nächsten Vlog mit euch. Bis dahin. Ciao.